Man darf ein weiteres Mal gespannt sein, wie die Hilfesteiner mit ihm zurechtkommen. Mit Carlos Arquila Mühlbach, gebürtiger Kolumbianer, spielt für Dresden Mitte, hat im Osten sein Glück gefunden bei der deutschen Tischtennismeisterin und Tischtennis-Double Katrin Mühlbach. Bernd Ruder wiederum hat in Lippolstein in der ersten Mannschaft gespielt. Zweite Bundesliga, ist ein absoluter Ausschlagspezialist und man wird sehen, dass Carlos das eventuell von ihm gelernt oder abgeschaut hat. Erkennungszeichen. Der Ballhochwurf ist fast an die Decke. Naja, bei uns schafft er das nicht. Die Decke ist relativ sehr weit oben. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass er manchmal in einer Halle spielen muss, wo er versehentlich mal die Decke streift. Aber das ist nicht das eigentliche Problem. Das eigentliche Problem ist, dass er gerade mit Schwarz Rückhand kontert. Das ist der Schwamm. Aber normal ist die Rückhandseite rot und das ist der giftigste aller Dr. Neubauer Antitop-Erfindungen. Und was er damit für Effekte erzielen kann, werden wir gleich studieren können. Also für alle Belag-Enthusiasten ein echtes Schmankerl, denn das beherrscht er wie nur wenige. So, jetzt hat er noch ein bisschen den Hochwurf geübt, den ich schon angekündigt habe. Heimliches Training. Ja, noch ist ein Spiel vor, so kann man das machen. 0-0. Beginnt erstmal gleich sehr aggressiv. Klar. So, da hat man beides gesehen. Erstens die Probleme, die die Gegner mit seinem Aufschlag haben. Da lag der Ball vor. Und als er dann zum ersten Mal so richtig mit dem Antitop reinfuhr, war nichts mehr zu retournieren. Für Sebastian Hiegenegger. Und schon steht es 4-0.
Und das scheint sich tatsächlich ein bisschen besser anzuspielen, Sebastian Wegenhauser. Und auch die Satzkraft aus der anderen Durchlauf. 1:0. Der Kieler spielt viel variabler, als er das hier tut. Das heißt, er setzt diese Doktrin. Bekommt normalerweise gar nicht so oft ein. Das Dörfchen spielt dann mit dem seine Taktik zu ändern. Da weiß ich, was passiv ist zu spielen, aber das ist schwierig. Lieber greift halt auch unheimlich gut an. Und das macht ihn erst so richtig unangenehm.
Super.